What the fuck? This is not your home. Oh mein Gott, das ist ge... Hat sich das Kreuz umgedreht? Hey Leute und herzlich willkommen zu Paranoid. Ich schon mal auf Quality Medium. Okay. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Spiel geht. Ich würde aber mal sagen, starten wir einmal hinein. Wir sind drin. Ich habe das Spiel beim Markiplier entdeckt. Chapter 1, Home. Oh, es gibt verschiedene Chapter. Krass. Okay. Ja, genau. Ich habe es bei Markiplier gesehen. Ach, das war ein Aufzug. Krass. Und, ja, diese paar Sekunden haben mir schon gezeigt. Ich muss erst unbedingt spielen. Wo sind wir? Ein Handy. Das sind relativ neu. Ist das das Samsung Galaxy? Nee. Das ist sogar nicht mehr Galaxy, ne? Oh mein Gott. Ich bin sowas von nicht im Trend. Ich habe einfach nur ein Huawei P10. Okay, was ist das hier? Wo sind wir denn hier? Also sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Oh, Energy und Cola. Monster. Hey. Das ist genau das, was ich bei diesen Horror-Games immer hasse. Seht ihr das da, bei diesem schwarzen, dieses schimmernde? Ach, ich hasse das auch generell. Oh, nee. Das mag ich nicht bei Games. Ich weiß nicht, wieso. Es... Schauen wir uns erstmal hier um. Das ist ja, aber ganz ehrlich, die Horror, alle Horror-Games haben immer so geile Häuser. Ohne Scheiß. Ich finde ja schon cool. Ich finde ja schon diese Leute cool, die, ach, hier können wir auch lang. Jo. Gibt's hier irgendwo eine Taschenlampe? Kann man irgendwie crouchen? Oh, nee. Na gut, dann gehen wir da gleich rein. Machen wir hier erstmal so lange zu. Oder auch nicht? Hä? Alter. Als wenn hier... Ich, sorry, aber ich brauche erstmal eine Taschenlampe. Ich kann doch so nichts sehen. Das Spiel ist echt scheiße dunkel. Ist hier keine Taschenlampe? Oh mein Gott, wie soll man das denn machen? Geht so nicht. Okay, wir gehen vielleicht mal in einen anderen Raum rein. Vielleicht gibt's da Hoffnung auf eine Taschenlampe. Oh, fuck. Das hat mich gekillt. Can you... Was? Can you see me? Nee, Digga, wieso sollte ich? Vibrieren, das kann das Handy sein. Ja, ist es sogar. What the fuck? This is not your home. Oh mein Gott, das ist ge... Hat sich das Kreuz umgedreht? Okay. Okay. Love it. Oh mein Gott, love it. Das ist... Das ist... Oh. Get out. Hey.
Ach, zur Hölle. Okay. Fick dich, du krankes Spiel. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Oh, welcome home. Oh mein Gott. Oh fuck. Was zur Hölle? Okay. Why you want to forget? Can't you see the truth? Reality is fake. The only way is death. She haunts you. You can't escape me. Okay. Ich hoffe, hier sind wir falsch. Also ich kann dir nicht entkommen, sagst du. Zeig doch mal, was du drauf hast. Ich sag's immer nicht so laut. Das wird nämlich nicht gut enden. Nö, da will ich nicht rein. Okay. Jo, was ist das denn? War das da hinten richtig? Oder ist es hier doch richtig? Okay, kein Plan, wo wir hin müssen. Was ist das denn hier? Gehen wir jetzt mal da lang. Genau, hier waren wir. Das heißt, wenn das steht Welcome Home, dann müsste es richtig sein. Dem Spiel ist schon langweilig geworden und ich habe schon so lange gebraucht, dass die Mucke einfach aufgehört hat. Oder jetzt wird es nochmal gruselig, das kann auch sein. Bisschen verwirrt. Also, ich finde oder ich denke, dort müsste was sein. Da muss doch was sein. Aber wisst ihr, was geil das Spiel? Das geht jetzt mal nicht 5 Sekunden gefühlt. Das ist cool. Ich liebe es, wenn es länger geht. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Nichts Wichtiges. Was ist los?
Okay. Oh oh. Moin. Ah. Oh fuck. Ja. Das macht mich paranoid hier. Ich bin verwirrt. Okay, stopp. Also, ja. Was will das Spiel? Also, ich will mal kurz was machen. Oh, das ist die Qualität, wenn es sehr auf High ist. Okay. Krass. Find the keys. Finde die Schlüssel. Jo. Gerne. Eins. Fünf Stück. Gerne. Boah, endlich mal ein Spiel, was länger geht. Und das macht auch Spaß. Ich mag's. Ha. Ganz ehrlich, diese Spiele, die alle nur 5 Sekunden gefühlt gehen. It seems that you bring someone else. Don't pay attention to Okay. Haben wir psychische Probleme? Also, ich meine, da war vorhin, wie wir es hörten, irgendwie ein Unfall, als wir da gelaufen sind. Und kann ja sein, dass wir irgendwie entweder im Koma sind oder 3 von 5 oder keine Ahnung, dass wir halt irgendwie psychisch angeschlagen sind und dadurch halt irgendwie in unserer eigenen Welt leben. Soll das vielleicht widerspiegeln? Wir brauchen noch 2 Schlüssel. Also ich weiß es nicht. Das ist wieder so schwer zu sagen, aber ey. Da hinten ist ein Schlüssel, oder? Oder habe ich mich jetzt verguckt? Ach, hier waren wir gerade schon, ne? Okay, komisch. Also wie gesagt, es lässt Rätsel offen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Sind wir das? Es ist... Man weiß es nicht. Und... keine Ahnung, also... Schwer zu sagen. Okay, wir brauchen nur einen Schlüssel. Wir brauchen noch 2 Schlüssel? Hä? Ich dachte, ich habe noch einen eingesammelt. Anscheinend nicht. Irgendwas ist hier vielleicht ein Schlüssel irgendwo drauf. Oder hier irgendwo. Hier hatten wir einen Schlüssel hingehabt. Da haben wir uns dann gesnappt.
Nee. Das verwirrt mich. Real Talk. Einen haben wir. Sehr gut. Also wir brauchen jetzt wirklich noch einen. Okay. Das heißt, wir können jetzt raus. What the fuck? Ist das ein Fenster oder so? Okay. Da will ich nicht hin. Okay. Also irgendwas. Ich werde aus dem schönes Haus. This is the beginning, Michael. Michael. This is the beginning. Paranoid. Ja. So wie es aussieht, war das das Spiel von Chapter 1. Ich weiß nicht, ob es wirklich noch mehrere Chapter gibt. Wenn ja, wäre das cool. Weil das Spiel, das hat halt wieder... Das ist ein Spiel mit seiner eigenen Grafik. Und das mag ich halt. Das Spiel hat seine eigene verdammte Grafik. Und, ich mochte es. Endlich mal ein Spiel, was nicht 5 Minuten geht. Diese Länge finde ich zwar auch noch ein bisschen zu kurz, aber finde ich okay. Wir haben jetzt insgesamt fast 20 Minuten gebraucht. Von daher geht es eigentlich fit. In dem Sinne, ciao Leute.